Zurück in ein Schlammloch abschauen. Verschwinde! Kastenlose haben keinen Zutritt! Sieht echt aus. Na, geh schon durch. Aber bleib an den Gräben. Die Grauen Wächter wollen nicht, dass irgendwelche Missgeburten zwischen sie und die Kämpfer geraten. Heiliger Felsen, das ist einer von ihnen. Einer der Grauen Wächter. Wetten, du traust dich nicht, ihn anzusprechen? Sag, willkommen in Orsama, Herr. Darf ich euer Badewasser trinken? Steinwohl und gesegnet sei dein Haus. Das war zumindest die offizielle Grußformel, als ich zuletzt in Orsama war. Ist das etwa nicht mehr so? Oder gibt es einen Grund, warum du mich so seltsam ansiehst? Tut mir leid, die Feinheiten der Zwergengesellschaft sind nicht meine Stärke. Ich wollte dir nicht zu nahe treten. Mein Name ist Duncan. Ich bin ein grauer Wächter, aber das weißt du vermutlich schon. Freut mich, dich kennenzulernen. Ah, natürlich. Das Mal in deinem Gesicht, jetzt erinnere ich mich wieder. Die Wächter sind ständig auf der Suche nach Freiwilligen, die den Mut haben, ihr Leben dem Kampf gegen die dunkle Brut zu widmen. Aber nur wenige verfügen über den nötigen Mut und Willen. Die besten Wächter sind gnadenlos dem Feind gegenüber, mitfühlend mit ihren Freunden und inspirierend für ihre Truppen. Wir erwarten viel, aber ich bin sicher, dass ich hier fündig werde. Und ich hoffe, dass auch du findest, was du suchst. Verdammt, er ist sternhagelvoll. In dem Zustand würde er sogar gegen einen Toten verlieren. Berat bringt uns um, wenn wir das hier vermasseln. Er ist seit der Sache mit Oskias schon nervös genug. Hey, mir ist gerade was eingefallen. Das ist viel besser als meine Idee. Ich wollte vorschlagen, dass wir zu den Tribünen gehen und eine Steinlawine auslösen. Aber du bist genial. Du bist Evert. Du gehst einfach raus, lässt dein Visier zu und gewinnst in seinem Namen. Dann hat Berat, was er will, und alle sind glücklich. Bis auf diese Kriegerkastenangeber, die du Sand fressen lässt. Ich liebe dich. Ich hatte schon Angst, Berat lässt uns über die Klinge springen. Alles klar. Es wäre aber gut, wenn du ihn ablenken könntest. Rede einfach mit ihm, damit ich mich unbemerkt an ihm vorbeischleichen kann. Beeilen wir uns. Wir haben nicht viel Zeit. Hey! Wir haben nur Kämpferzutritt. Wer bist du? Da hast du recht. Mein Kampf fängt gleich an. Komm meinetwegen später wieder. Dann kannst du putzen. Das ist eine lange und dramatische Geschichte. Und ich neige nicht zur Übertreibung. Aber für ein hübsches, junges Ding wie dich mache ich natürlich eine Ausnahme. Dafür sollte ich dich ohrfeigen, Markling. Du hast ja keine Ahnung, was es heißt, 50 Brüder in die Schlacht zu führen
und mit weniger als 20 zurückzukehren. Wohin wir auch gingen, hörten wir sie. Sie scharrten an den Wänden, aber sie griffen uns nur an, wenn wir Halt machten. An den Geruch des Blutes seiner Brüder gewöhnt man sich, an den Gestank der Genlocks nie. Es geht weiter mit Waffengang 3. Offizier Miner gegen den Krieger Evert. Macht euch bereit und dann ab in den Ring, meine Herren. Wäre nicht gerade mein Waffengang aufgerufen worden, würde ich dir jetzt zeigen, was ich mit vorlauten Soldaten mache. Wir haben keine Zeit mehr. Sieh zu, dass du alles hast und sag der Tornei-Wache, dass du bereit bist. Und vergiss nicht, deinen Helm geschlossen zu halten. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Steinwohl, Evert. Möge das Glück euch hold sein, Evert. Seid ihr bereit? So sei es. Dies ist ein ruhmreiches Tornei unter den wachsamen Augen der Paragons von Orsama. Anlässlich des Besuchs der hochgeschätzten Grauen Wächter. Der Krieger Evert, Sohn von Gorton, kämpft nun gegen Offizier Miner, einen Überlebenden der Schlacht von Kaer Ellerin. Ihr ehrt mich mit diesem Kampf. Möge der Stein das tapferste Herz und den stärksten Arm offenbaren. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Ja! Der Sieger heißt Evert! Was für ein Kampf! Der junge Kadett bezwingt den listigen Veteranen. Heiler versorgt seine Wunden. Der Krieger Evert, Sohn von Gorton, kämpft gegen den letztjährigen Champion Adalbo, der dem Stein schon einmal alle Ehre gemacht hat. Ihr ehrt mich mit diesem Kampf. Auf dass er uns in den Augen der Götter beiden zum Ruhm gereiche. Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Es ist gut, das sofort zu erledigen. Der Sieger heißt Evert! Die Ahnen haben ihre Gunst überdacht und begrüßen einen neuen Champion auf ihrem Feld. Der Krieger Evert, Sohn von Gorton, kämpft gegen Lenka, die stumme Schwester in Ausbildung. Sie hat bereits ihr Gelübde abgelegt, aber noch nicht mit ihrem Blut besiegelt. Wird sie in den legendären Orden aufgenommen werden? Das kommt ganz auf ihre heutige Leistung an.
Wer zuerst zu Boden geht, verliert. Kämpft! Soll ich euch einen Stuhl holen, mit dem ihr nicht länger im Nacken sitzen müsst? Excellent! Der Sieger heißt... Evert! Lenka ging zum Stein, wie es sich für sie geziemt. Aber es war nicht schwer, das Blut zu sehen, das vergossen wurde. Evert wird nun im entscheidenden Waffengang den wahren Champion des Ringes ermitteln. Gegen... Bin ich schon dran? Hey, das ist meine Rüstung! Wer seid ihr? Wie könnt ihr es wagen, dieses Heilige... Wartet! Ich kenne den Mann. Das ist Evert. Aber gegen wen habe ich dann gekämpft? Nehmt euren Helm ab, Krieger, und lasst uns alle euer Gesicht sehen. Ein Kastenloser! Du beleidigst die Natur dieses Tornais! Wachen! Schaff diesen Abschaum fort! Ich bitte euch, haltet eure Männer zurück. Diese Kriegerin hat eure besten Kämpfer besiegt. Ist das nicht der Zweck dieses Tornais? Eure Gegenwart ehrt uns, Wächter. Aber hier geht es nicht nur um euch. In dieser Arena gelten Gesetze, die vor 1000 Jahren erlassen wurden. Dieses Weib ist keine Kriegerin. Sie ist kastenlos, von den Ahnen verstoßen. Jeder ihrer Schritte besudelt den Stein. Für sie ist hier kein Platz. Es sei denn als euer Champion. Bist du wach? Psst, hörst du mich? Wie blöd kann man eigentlich sein? Musstest du denn unbedingt so ein Fass aufmachen? Oh ja, das hast du. Und denk nicht, sie hätten sich nicht bei mir dafür bedankt. Eine der Wachen hat mich erkannt und vermutet, dass ich zu dir gehöre. Die haben mich 3 Kerzen lang verhört. Wollten wissen, wer uns beauftragt hat. Ich schätze, sie wussten alles. Du weißt schon, über Berat. Denkst du, das weiß ich nicht? Rika ist nicht die Einzige, die in Gefahr ist. Sie könnten uns töten, aber diese Zellen sind in die Wände gehauen und sie haben mir alle meine Dietriche abgenommen. Wie sieht's auf deiner Seite aus? Siehst du irgendwas? Gut, seid ihr endlich wach. Berat wird begeistert sein. Pass auf, was du sagst, Magling. Immerhin könnte jedes Wort dein letztes sein. Das ist Javia, du Hornochse. Reite uns nicht noch tiefer rein, indem du Berats rechte Hand beleidigst. Ihr habt heute viel Ärger gemacht. Berat hat 100 Sovereigns an Lord Volney verloren. Das ganze Tornei wurde für ungültig erklärt und die Versammlung hat eine Untersuchung angeordnet. Du ahnst ja nicht, welche Laune Berat hatte, als er mir befahl, euch zu holen. Berat interessiert nur, dass ihr ihn vor der versammelten Kriegerkaste bloßgestellt habt. Jetzt stellen sie Fragen. Und solange ihr Zungen habt, um sie zu beantworten, seid ihr eine Gefahr. Genießt eure letzte Nacht. Zu dumm, dass wir euch in getrennte Zellen stecken mussten. Sonst hättet ihr es nochmal miteinander treiben können. Berat wird schon bald dafür sorgen, dass ihr den Mund haltet.